Hier ist Rita. Rita ist 49. Guten Morgen, Rita. Ja, hallo, guten Morgen, Domian. Hallo, Rita. Was ist dein Thema? Mein Thema ist leider, ja, es geht um einen Mann, der seit 3 Wochen im Krankenhaus liegt. Ja. Und es ist, was mir nicht einleuchtet, weil mein Mann war immer gesund, der weder eine Grippe noch sonst irgendwas, er war bis zum 23. Oktober. Jetzt vor 3 Wochen, Ja. kerngesund, ging zur Arbeit, alles, hat sein Hobby, alles gemacht. Und es war also bei uns jetzt oder bei mir im Kopf wie eine Explosion, Weswegen ist sodass er ich denn jetzt vor 3 Tagen die Nachricht von den Ärzten bekommen habe, dass mein Mann also Speiseröhrenkrebs hat. Und ja, also kann man Wir sagen, im Endstadium. Und er hat vorher nichts gemerkt. Gar nichts. Er konnte alles essen. Wir haben alles. Es war überhaupt kein Thema, dass er mal gesagt hätte, ich kann nicht schlucken oder sonst irgendwas. Gestern hatten wir dann ab seit gestern komplettes Nierenversagen, bis also dazugekommen ist. Somit kann man auch also weder mit Chemo noch sonst was anfangen. Das wäre also unmöglich. Das heißt, er liegt auf einer Intensivstation im Moment? Nee, das ist eigentlich nicht die Intensiv, das ist also die Station, aber er war die ganze Zeit jetzt alleine Ja. oder liegt alleine. Und es ist genauso die Explosion, die jetzt bei meinem Mann da stattgefunden hat, in meinem Körper. Ich finde, ich habe eine Leere im Körper, ich finde mich nicht mehr in meinem Körper. Mein Kopf ist leer und Ja, weil es ein Schock ist, dem du da ausgesetzt wirst im Moment. Das ist Ich habe schon gesagt, wenn ich zu meinem Mann gehe oder wenn ich in die Klinik gehe, ich kann nicht einmal eine Träne quetschen. Ich denke mir dann oft schon, was ist los mit mir? Aber das halte ich für ein, das ist, glaube ich, fast normal, wenn man, du bist ja wirklich in einem ganz frischen Trauma. Da Es ist kann man Wahnsinn, nicht weinen. ich meine, irgendwer muss mich doch morgen mal kneifen und sagen, so, jetzt hast du lange genug geschlafen oder geträumt, wach endlich auf. Sag mal, Rita, vor 3 Wochen, wie ist das denn vor 3 Wochen rausgekommen? Durch eine Routineuntersuchung oder hat er doch dann Nein, Schmerzen? gar nichts. Es war ganz ein normaler Tag. Mein Mann kam aus der Arbeit, wir waren vorher essen und das Erste, was mit der Sache zu tun haben oder wo es losgegangen ist, er sagt, Mensch, das Essen, das war nicht so mein Fall, das liegt mir schwer im Magen. Das war der erste Satz. Und er legte sich an diesem Abend, was er nie macht, auf die Couch und nach der Arbeit und dann hat es ihn gefroren und die Decke geholt und dann habe ich schon gesagt, ich glaube, du kriegst eine Grippe. Deine Augen, sage ich, du siehst komisch aus. Am anderen Tag in der Früh, er geht zur Arbeit, er kommt aus der Dusche, ich sehe ihn an und sage, mein Gott, deine Augen sind aber komisch. Und da waren die Augen schon gelb. Mein Mann ging in die Arbeit, dann hat er mich angerufen und gesagt, dass er zum Arzt geht. Also an Und dem unser Tag schon. Hausarzt hat ihn sofort zum Internisten geschickt, Ja. an dem Tag. Ja. Er ging zum Internisten, der Internist hat also Untersuchungen gemacht und von diesem einen Tag ist dieses Augengelb auf dem ganzen Körper übergegangen. Mein Mann war in 0, nix, von 0 auf 100 mit einer Gelbsucht befallen. Also es war die erste Rede Hepatitis. Ist er dann direkt ins Krankenhaus gekommen? Am anderen Tag waren die Werte von 0 auf 100 und ist also sofort in die Klinik. Das war also eine Sache von 2 Tagen. Und dann in der Klinik hat man wahrscheinlich dann auch dann den In der Krebs Klinik, festgestellt. wir haben 8 Tage oder 10 Tage haben wir Untersuchungen durchgeführt von A bis Z. Da muss ich nochmal sagen, ich möchte jetzt nicht die Stadt sagen, aber das Klinikum, also das ist Wahnsinn. Und die Ärzte haben zu mir nur sagen können, Frau Kern, Entschuldigung, aber wir können Ihnen nur sagen, er ist schwer krank, aber wir wissen nicht warum. Und nach 8 Tagen kam das dann raus, was Ja. er hat. Sag mal, Rita, du hast gerade gesagt, du hast es sehr ernst geschildert. Gibt es gar keine
Möglichkeiten, keine Hoffnung, was man mit ihm jetzt machen könnte, dass er sich doch wieder regeneriert? Gibt es keine Therapien? Domian, unser großes Problem ist, dass seit gestern komplettes Nierenversagen dazugekommen ist. Hast du gerade gesagt, ja. Hm. Das heißt, da kann man nichts machen. Er hängt seit gestern an der Dialyse. Wie stark ist der Krebs denn im Körper schon gestreut? Tja, die Lymphe sind befallen. Mhm. Und dieser Lymphknoten hat also dann die Gallengänge zugemacht. Mhm. Und dadurch kam diese Explosion mit dieser Gelbsucht. Verstehe. Da ging natürlich ein Organ ins andere über. Mhm. Weiß dein Mann um die sehr ernste Lage seiner... Das ist genau das, warum ich keine Nacht mehr schlafen kann, weil ich nicht weiß, wie weit er Bescheid weiß. Ach so, also du hast es ihm nicht gesagt? Er will mir auf jeden Fall nicht, oder er hat mir gegenüber sowas noch nicht geäußert. Ja. Weißt du denn, du könntest ja die Ärzte fragen, ob die es ihm gesagt haben. Das ist das Erste, was ich den Ärzten verboten habe. Ach so, die sollen es ihm nicht sagen? Nein. Mhm. Weil mein Mann und ich uns da einig sind, das weiß ich. Mhm. Wir hatten vor 2 Jahren den Fall von einer guten Freundin, die mit 40 Jahren an Krebs gestorben ist. Mhm. Und damals war das für mich also ein Ding der Unmöglichkeit, wie die also, oder ihr Mann mir erzählt hat, dass die Ärzte das gesagt haben, irgendwann in der Nacht, ihre Frau hat das Recht zu wissen, wie lange sie noch zu leben hat. Mhm. Und dann habe ich zu meinem Mann gesagt, sollte mit mir mal irgendwie sowas sein. Mhm. Ich will auf gar keinen Fall von diesem Recht Gebrauch machen. Ach so. Und hat er... Und dann sagt mein Mann drauf, und ich pfeife da auch drauf, das so. Will ich, das sowas will ich niemals wissen. Ah ja, das ist ja, finde ich, eine sehr wichtige Aussage, wenn ihr darüber gesprochen habt. Ja. Dann halten, du glaubst auch, dass die Ärzte sich daran halten, dass sie ihm das nicht sagen. Die Ärzte haben mir das versprochen. Mhm. Mhm. Bloß ich habe jetzt das Gefühl, ja, ich weiß es nicht. Kannst du denn mit jemandem über diese Not reden, in der du jetzt steckst? Hast du eine nahe Freundin, eine Verwandte? Ich habe erstens einmal meine Schwester, die also total mit mir leidet. Ja. Und mit der ich wirklich, das ist so ziemlich die einzige mit und meine beste Freundin, ja, die also ganz genau Bescheid wissen, was mir die Ärzte, dass ich dieses Ärztegespräch schon gehabt habe. Habt ihr denn auch Kinder? Ich habe einen Sohn. Wie alt ist der Sohn? Der ist 24. Weiß der denn schon Bescheid? Den haben sie dazugeholt vor 3 Tagen, ja. Mhm. Der weiß genauso der Bescheid. Weiß Bescheid. Aber der hält sich auch zurück, der sagt dem Vater nichts. Nein. Der sagt dem Vater nichts. Und mein Sohn ist in einem Stadium, der sagt, wie soll ich sagen, für ihn ist das eine Aussage gewesen von den Ärzten, okay, mhm, aber so quasi, das akzeptiere ich einfach nicht. Ach so, ah ja. Also er blockt es total ab. So wie ich das eigentlich fast auch, bloß wie gesagt, wenn man es jeden Tag sieht, wenn man das jeden Tag sieht. Ist das furchtbar? Ist das ganz furchtbar? Das ist mir klar. Ich hoffe, dass ich die Stärke behalte. Ich habe bis jetzt... Ist er denn mehr Bewusstsein? Ja. Ja. Fragt er dich denn irgendetwas? Hat er schon mal irgendwas gesagt? Wie? Zum Beispiel, wie ernst? Na? Wenn er das nicht wissen will, fragt mit er so. Blicken. Mit Blicken. Mhm. Mhm. Bist du dennoch etwas hin und her gerissen? Dass du denkst, ich muss ihn vielleicht doch etwas vorbereiten? Oder bist du mit dir ganz im Reinen, dass du nichts sagst? Ich bin mit mir im Reinen, dass ich und dass er das auf gar keinen Fall wissen soll. Wenn er dich aber dennoch fragen sollte, was machst du dann? Das weiß ich nicht. Weißt du, was ich glaube? Ich glaube, dass dann wirklich mein Zusammenbruch kommt. Mhm. Wenn, das weiß ich nicht. Lass mich schnell sagen, sonst habe ich das vergessen. Ich finde das richtig, wenn ihr eine Abmachung getroffen habt, dass ihr das jetzt so durchzieht. Nun ermisst man ja gar nicht, was in einem so schwer kranken Menschen vor sich geht. Mhm. Da kann man ja seine Meinung auch unter Umständen, wenn man im Krankenbett liegt, ändern. Sollte er dich klar fragen? Er würde dich gar nicht klar fragen, wenn er es vielleicht nicht wissen wollte. Sollte er dich klar fragen, wäre es vielleicht doch das Richtige, ihm dann die Wahrheit zu sagen.
Ja, das ist eben meine Unklarheit und Sie meinen, ich sollte sagen. Ja, also nicht von dir aus, weil ihr habt ja eine Vereinbarung getroffen. Mhm. Aber wenn er die klare Frage stellt, dann wirft er ja eigentlich die Vereinbarung über Bord. Das heißt, da wäre dann ja doch ein Wunsch in ihm, etwas zu erfahren über seinen Zustand. Mhm. Ich glaube, dass ich es dann machen würde an deiner Stelle. Das ist eine sehr schwierige Frage, die man nicht so hoppla hopp beantworten kann. Aber wenn er richtig das formulieren würde, ja. Mhm. Wahrscheinlich ahnt er das ja sowieso im Moment, weil er sich bestimmt sehr, sehr elendig fühlt. Er ist ja nicht dumm, er ist ja ein total heller Kopf und ich meine, er liest sehr viel, er ist, wie gesagt, sehr viel im Internet, was also Gesundheitssachen anbelangt. Mhm. Er ist nicht dumm, aber ich glaube, dass er selber Panik hat. Mhm. Ich merke seit 3 Tagen, wenn ich oft bei ihm bin, und er, wie gesagt, diese schweren Attacken, er steht ja unter Morphium, er hat ja seit 14 Tagen, also Morphium, wo ihm Morphium gespritzt und Morphiumpflaster und zusätzlich noch Spritzen und alles Mögliche. Er muss das wissen. Aber ich glaube, dass er, um mich zu schonen, das glaube ich gar nicht macht. Mhm. Mhm. Was meinst du denn? Das ist sehr schwierig. Du meinst also, dass er aus Rücksicht auf dich das nicht besprechen möchte? Ich glaube ja. Meinst du, dass es... Denn in den Augen kann ich ihm anlesen. Meinst du, dass es für ihn vielleicht gut wäre, darüber zu sprechen? Dass es ihm Erleichterung bringen würde, es auszusprechen? Kann man von Erleichterung sprechen, wenn man weiß, ich muss ihn, was weiß ich, jetzt dann sterben? Weil seinen Zerfall kriegt er ja mit, wie schlecht es ihm geht. Das Wort Erleichterung ist vielleicht ein falscher Begriff, aber vielleicht... Es ist doch ein Horror. Vor 3 Wochen... Aber lass mich sagen, wenn vielleicht ist es für ihn, wir reden ja jetzt einfach, wir spekulieren ja, vielleicht ist es für ihn noch belastender, wenn er wirklich nur aus Rücksicht auf dich nicht spricht. Vielleicht wäre es ihm keine Erleichterung, aber etwas, eine kleine Wohltat im Herzen, wenn er sich aussprechen könnte. Das frage ich dich, ich will es dir nicht einreden, ich frage es nur. Und wenn du vorsichtig an ihn rangehen würdest und fragen würdest, sollen wir sprechen? Mhm. Vielleicht, dass du es einfach mal so offen sagst. Und du signalisierst, dass du bereit bist, dass du sagst, ich kann und möchte über alles sprechen, wenn du es auch möchtest. Dass du ihm einfach das Gesprächsangebot hinlegst. Ich habe mir jetzt vor 4 Tagen das erste Mal so weit, vor 3, wie er die Diagnose gekriegt hat, dass er also komplettes Nierenversagen da ist, dass er also an die Dialyse muss, da war es das erste Mal, wo ich dann gesagt habe, lass es raus, weil ich habe gesehen, wie schlecht es ihm ging, wie verzweifelt ich, aber wie gesagt, er hat immer gekämpft mir gegenüber, wo ich dann gesagt habe, lass es endlich raus. Das hast du gesagt. Schrei es raus oder brüll es raus oder schmeiß es raus. Nimm irgendwas und schmeiß es an die Wand, damit ich endlich weiß, wie dir innerlich zumute ist. Ja, ja. Wie hat er denn darauf reagiert? Dann ist genau das passiert, was ich ihm gesagt habe. Er hat geheult, er hat getobt, er hat mit Fäusten aufs Bett geschlagen. Mhm. Er hat wirklich geweint, wie man so schön sagt. Trotz und Wasser. Mhm. Und es war irgendwie sogar für mich dann eine Erleichterung, weil ich sage, der Körper innerlich, er muss ja zugeschüttet sein. Aber er hat nur in Anführungszeichen geweint, er hat nicht gesprochen. Nein, er hat nicht gesagt, das ist, weil er immer wieder, er hat zum Beispiel heute Besuch gehabt von ganz, ganz gut, also unseren besten Freunden mit, oder gestern, also wirklich, das sind 2 Ehepaare, denen er erzählt hat, naja, nächstes Jahr werden wir wir haben super tolle Urlaube gemacht, wir fahren gerne in Urlaub und mein Mann war schon immer auf der richtigen Seite, wo er sagt, solange ich das Leben genießen kann, solange es uns gut geht, denn wir haben also nicht diesen einen Schicksalsschlag, vor 6 Jahren haben wir die Nachricht nachts gekriegt, unser Sohn wird die Nacht nicht überleben,
Ja. Er hat überlebt. Wir haben gekämpft, wochenlang. Ja. Also dein Mann hat gesagt, dass er gerne nächstes Jahr in Urlaub fahren möchte. Ja, und er hat gesagt, selbst wenn ihm die Dialyse jetzt bleibt, also wir können ja trotzdem in Urlaub fahren, er kann ja die Dialyse überall machen. Rita, jetzt geht meine Sendung gleich vorbei. Mhm. Wir werden dich aber auf jeden Fall gleich nochmal anrufen. Mhm. Ich möchte dir nur an dieser Stelle nochmal sagen, es darf nicht sein, dass er nur aus Rücksicht auf dich schweigt. Das darf nicht sein. Mhm. Das musst du herausbekommen. Mhm. Denn dann wäre es für ihn vielleicht wirklich wohler, wenn er seiner Seele etwas Luft machen könnte. Aber ich glaube, dass er das Liebe, die Auskunft sich dann von einem Arzt holt, bevor er da mich fragt. So, liebe Rita, du legst auf, wir rufen dich gleich wieder an. Gut, Domian, okay. Deine Sendung. Dankeschön.